Da wären wir endlich auf dem Schiff und ich hoffe, jetzt kriegen wir auch unsere Überfahrt. Schönen guten Tag. Hallo? Bist du der Kapitän dieses Kahns? Nein. Was schert dich das? Ich will nach Skellige. Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Na dann. Auf geht's. Dann wollen wir doch mal zu diesem Flachmann hin. Und gucken, ob er uns denn mitnimmt. So, ein kleiner kurzer Cut hier. Ich dachte mir, es geht vielleicht schneller. Ah, und wen haben wir denn da? Captain Wolfenstein. Oder Wolfstein. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Oh ja. Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Na dann, los. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Sehr geheim, ich merke schon. Hast genug Geld? Na, auf geht's. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Jetzt? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Gute Zeit zum Ablegen? Na denn. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Lass ihn leiden los! Oh ja. Kopfschütteln ist genau die richtige Reaktion da. Das klingt nicht gut. Das klingt nach viel Ärger. Headshot. Kopf los. Immer noch? Hallo der. Skellige! Oh. Hex, Hex! Hex, Hex. Trifft es ziemlich gut. Upsa. Du Schafficker! Schafficker hast du mich genannt, dein Ernst? Gib ihm! Pass auf, dass du nicht gleich wirklich deine Schafe fickelst. Vorwärts! Oh. Sturm voraus! Riff das Segel! Bring sie längsseits! In den Wind! Ob das eine gute Idee war? Eher nicht. Nein. Definitiv keine gute Idee. Da liegen wir, tot und erschöpft.
Nette Begrüßung. Flatterer. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Na dann. Gehörst du zum Clan der Crate? Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans an Crate. Ihm gehört Art Skellig. Gut beobachtet. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Caer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Na. Wo ist denn Krachs Gast? Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Na dann. Zauberin können wir. Yennefer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Caer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Okay. Juhu. Endlich auf Art Skellige. So. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich mache hier einen kleinen Cut, weil wenn ich im Hafen angekommen bin, sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Das sieht mir ganz nach dem Hafen schneller aus und wir wollen natürlich jetzt kurz mal schauen, wo sind wir denn hier und wo sind vor allen Dingen unsere gesuchten Personen. Warum kann ich heute nicht spielen, Papa? Gute Frage. Wir müssen zum Hafen und König Bran. Hilfst du einem Mann zum Spiel? Hallo. Eines Königs tot. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Los, los. Was bleibt? Hallo. Nicht so schnell, Plätze. Ach nein, keine toten Könige. Nicht schon wieder. Die scheinen ja richtig glücklich zu sein. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Was auch immer sie jetzt gerade tut. Was tun die? Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Ich würde sagen, gut getroffen. Welch eine Schande.
Unser Walross. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran? Du kanntest Bran? Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Ja. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Wie sieht's aus? Auf zum Leichenschmaus? So, ja. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Du liest wieder meine Gedanken. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Frech. Da gehen sie alle hin. Hinfort. Hast du was in Velen herausgefunden? Nicht so richtig. Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Oh ja, sonst wäre sie jetzt Hackfleisch. Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Und jetzt du, was hast du denn gefunden? Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Oh ja. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Na dann. Und warum darfst du dir das Gebiet nicht ansehen? Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus.
Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Na dann. Haben wir ja eh keine Wahl. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Jen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen aber sind. Aber wirklich mal. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Na, ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay. Wieder mal umkleiden. Wieder mal ein ganz großartiger Anlass, auf Feste zu gehen. Hey. So, ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns die Kleider holen. Willkommen zurück, wir sind jetzt im Wirtshaus und ich suche jetzt natürlich das großartige Gemach unserer Liebsten. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig und luxuriös. Hm. So kann man das auch sehen. Festliche Pantoffeln, Hose von Skellige und ein elegantes Hemd von Skellige. Okay. Gut. Zack. 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 Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Yennefer eigentlich für mich? Tja, gute Frage. Oh, was soll denn? Nennen wir sie erstmal Geliebte. Und nun, mit unserer schicken Kleidung, können wir jetzt endlich zur Burg hoch. Bis gleich bei der Burg. Und da wären wir endlich da, wo wir hinwollen. Möge deine Axt nie zerbrechen. Ich mach hier nochmal eine Speicherung. So, speichern, komm. Und komm schon, Plätze. Danke, dass du gekommen. Hallo, die Damen. Blast! Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Na dann. Stellst du mich vor, Jen? Ich kann das nicht. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Frönen. Na dann. Entzückende Kleidung. Du siehst fesch aus. Danke. Und du? Umwerfend. Ich habe deine Ehrlichkeit wirklich vermisst. Ich bin froh, dass wir beide hier sind. Na. Endlich mal Lob. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Na, das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Oh. Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Na dann. Ob der so stark ist, wie er aussieht?